Jo Leute, Brandy hier. Wir reisen zu unserem nächsten Planeten. Aber wer ist denn das? Das ist doch ein Schiff der Protoss. Wenn mich nicht alles täuscht. Serathol. Lass ihr glauben. Kerrigan, ich war beim Ursprung. Seht, Zeros, die Geburtsstätte der Zerg. Hier entstanden die Zerg und hier wurden sie vom dunklen Wesen verändert. Die Verbliebenen sind die Urzerg. Sie kämpfen. Sie töten. Was lapperst du, Junge Mann? Warum sollten wir nicht überleben? Ciao oder Zeros, ich würde sagen... Zeros, die Wiege der Zerg, weit entfernt vom Corpulo-Sektor, wohin sich noch kein Terraner je gewagt hat. Ihr müsst zu diesem uralten Ort reisen, Kerrigan. Lernt seine Geheimnisse kennen und eignet euch seine Macht an. Schon lange als Heimat des Wir werden Zeros besuchen. Wegen Berstlingen fahre ich jetzt nicht nach Char. Mutas sind da deutlich effektiver, weil wir dann jetzt nämlich auch das Leer bekommen und dann können wir natürlich auch Stufe 2 Upgrades nehmen. Des Weiteren Swarmhosts sind auch mega geil. Zeros muss euch neu erschaffen, Kerrigan. Der letzte Krieg rückt näher und es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss gar nichts tun. Ich bin kein Spielball deiner Prophezeiungen. Aber werdet ihr alles tun, um eure Rache zu bekommen? Alles. Das wird reichen. Das reicht für den Anfang. Ah, wollen wir uns ein Gespräch mit dem Lehren suchen? Warum hilfst du mir, Zerathol? Du hast mehr als genug Gründe, um mich zu hassen. Die Zellnaga wünschen sich eure Rückkehr als Anführerin des Schwarms. Ich weiß, dass ich nicht an deine verrückten Prophezeiungen glaube. Euer Glaube ist nicht notwendig. Ich handle zum Wohle aller, obwohl mich mein Volk deswegen hasst. Erspar dir dein Selbstmitleid, Zerathol. Jeder muss seinen eigenen Frieden machen. Das habe ich vor langer Zeit getan. Wenn wir hier fertig sind, werde ich zu meinem Volk zurückkehren und sein Urteil akzeptieren. Eines Tages muss jeder für seine Taten einstehen.
Ich glaube, dein Tag ist bald gekommen. Ist eigentlich so gemein. Zeratul ist immer gut gewesen. Ich sehe durch die Augen meiner Overlords. Diese Urzerg sind faszinierend. Sie scheinen nicht zu altern. Jeder Organismus altert. Selbst die Zerg. Aber diese Urzerg konsumieren die Essenz anderer Individuen. Sie verändern sich ständig. Sie sterben nicht. Bis sie von ihresgleichen getötet werden. Stimmt. Die erfolgreichsten Jäger unter ihnen müssen unfassbar alt sein. Und unfassbar gefährlich. Mhm. Unsere Anwesenheit beunruhigt die Urzerg. Sie sammeln sich bereits, um uns zu vernichten. Ich kann etwas spüren. Ein uralter Geist. Er schläft. Der Uralte. Ein Urzerg, der Zeuge der Erschaffung des Overmines war. Du willst, dass ich ihn aufwecke, oder? Wenn ihr wahrlich die Macht von Zeros sucht, werdet ihr den Uralten brauchen. Meine Königin, feindliche Urzerg sammeln sich in der Nähe. Sie werden angreifen. Sie möchten euch davon abhalten, mit dem Uralten zu reden. Was werdet ihr tun? Immer das, was meine Feinde am meisten fürchten. Ihr seid auf dem rechten Weg und braucht meine Führung nicht länger. Lebt wohl, Garrigan. Hatte der Zeratul also seine Gastrolle in Heart of the Swarm auch? Ich finde, das ist einer der geilsten Typen in Wings of Liberty. Die Story von Zeratul und seinem Volk und im letzten Kampf übermenschlich. Also das war das Beste an ganzen Wings of Liberty, fand ich. Einfach der letzte Kampf der Protoss, als dann die einzelnen Führer reinkamen, einfach übermenschlich diese Szenen. Aber dann alle sterben zu sehen, das war schon... Das hat mich schon traurig gemacht. Das hier, das Herz, das ist einfach kaputt. Und das ist schon traurig, muss ich echt sagen. Makes me sad, makes me sad, makes me traurig, makes me... Los geht's. Das ist also der Uralte. Um diese Kreatur zu wecken, müssen wir ihr Nahrung zukommen lassen. Hier gibt es jede Menge Biomasse. Wir töten diese Quilgur und unsere Drohnen können das Fleisch ihrer Kadaver verwerten. Sobald die Drohne mit der Verwertung fertig ist, bringt sie die Biomasse zum Uralten. Was spricht jetzt? Du dringst in mein Territorium ein. Wir werden dein Fleisch verschlingen. Achtung! Eine große Gruppe Flugeinheiten der Urzerg macht sich bereit, den Schwarmcluster anzugreifen. Katalysken wiederhergestellt. Bereit für deine Armee. Wir die Wächter der Urzerg vernichten. Streitkräfte der Urzerg sammeln sich in der Nähe. Wahrscheinlich werden sie erneut angreifen. Sollen sie es nur versuchen. Kein Stress, Leute. Wir fangen an, wie immer. Wir holen uns... Na. Dieses rote Quilgur ist unser erstes Ziel. Legen wir los. Welches? Er meint... Na, sie meinte das da. Das ist natürlich kein Stress, Leute. So, machen wir das hier zack, zack. Wir brauchen jetzt erstmal hier nur unsere Dingens da. Da kann man gleich die zweite Base einnehmen. Ach, die können schießen natürlich. Natürlich können die schießen, was auch sonst.
Ja, ich will jetzt aber keine Mutaliskin bauen. Hier kann man... Okay. Brauchen wir nicht dafür irgendwie ein Leer? Anscheinend nicht. Ah, es sieht doch viel geiler aus, die Grafik. Ich weiß nicht, ob ihr das mal sehen könnt, aber... Merkt man im Spiel doch gleich mal tausendmal mehr an, dass es... So. Ach, geil. Ich habe vergessen, dass ich das direkt erforscht habe. Oh, es ist einfach... Das ist einfach Zucker, was wir hier machen. Erforschen wir das auch noch direkt. Zack, haben wir hier. Oh, ist das Wahnsinn, das ist ja Zucker. Holen wir uns hier. Hundert Vespingas pro Mutalisk. Das ist natürlich etwas, eine beträchtlichere Summe. Holen wir uns ein paar Zerklinge einfach so zur Verstärkung. Hier unsere Sicht erweitern. Okay, haben wir jetzt ein paar mehr in Sicht bekommen, oder wie? Tilgo entdeckt. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihre Biomasse sichern wollen. 7 Stück brauchen wir. Gott sei Dank keine, nicht so, gar nicht so viele, ne? Na gut, dann fangen wir mal an. Na dann fangen wir mal an. Wir werden uns jetzt erstmal hier die zweite Base sichern. Natürlich. Der Prozess ist langsam und unsere Drohne ist währenddessen schutzlos. Wir müssen sie verteidigen, während sie die Biomasse verwertet. Raus damit. Ja, kein Stress. Wir müssen diese Biomasse schnell einsammeln. Ja, wir sammeln doch schon. Wir sind schon so weit, dass wir fast 200 Supply haben. Gefällt mir. Dann können wir direkt eine zweite Drohne runterjagen, die eine Hedge baut für uns. Sobald diese Drohne hier fertig ist. Verwertung erfolgreich. Die Biomasse wird zum Uralten transportiert. Ja, und wir verfolgen das Ding mal. Was jetzt? Alles gleich im Bärchen. Ich höre etwas in der Nähe. Urzerk. Aber es ist klein. Teich mit Uressenz. Aha. Mächtige Sequenzen. Erreichen, Essenz absorbieren. Stärker werden. Lasst uns das hinter uns bringen. Aha. Ich fühle mich stärker. Ist dies die Macht, von der Zeratul sprach? Sie war den Uralten nicht erwecken. Zerstört das Fleisch. Überlasst ihr absolut nichts. Wir müssen sie aufhalten. Unsere Streitkräfte können ihre Stoßtruppen abfangen. Tilgor Biomasse wird angegriffen. Ja, kein Stress. Das machen wir dann so. Raus damit. Ganz einfach. Weiter vorwärts.
Das war ganz hart. Los jetzt. Urzerk nähern sich. Unsere Drohne muss geschützt werden. Der Sturm schläft nie. Unsere Drohne wird angegriffen. Wir sollten Eskorten bereitstellen, damit sie die Biomasse sicher abliefern kann. Mir. Ja. Kein Stress. Okay. Eine Drohne wird von Bracks Streitkräften angegriffen. Und ich hatte gedacht, dass deine Uhrzeit eine Herausforderung darstellen würden. Ja, wer dachte das denn nicht, Kerrigan? Na gut. Okay, dann können wir jetzt wieder mehr Mutalisken produzieren. Die Urzerk greifen Kilgore-Biomasse. Ja, ja, ich bin ja schon da. Deine Arroganz ist nicht annehmbar. Zeus wird dich verschlingen. Das ist schön zu sehen, wenn wir schon so weit sind. Dass es unsere Arroganz schon so krass geht. Dann werden wir mal... Haben wir jetzt ein Maxi... Ach, die futtern mir weg. Die paar Stoßtrupps von dem... Da mache ich mir jetzt keinen Stress drum. Haben wir hier 3-3-3-3 aktiv. Ja, weiter vorrücken. Ah, hier ein bisschen sauber. Ach, das ist die wieder. Da habe ich jetzt nichts dagegen. Da kann ich nämlich meinen Creep hier hochpopeln. Da habe ich jetzt keinen Stress mit. Ganz locker Pocker. Ja, ja. Nichts stellt sich mir in den Weg. Kein Stress. So, also wie ihr seht, alles ganz easy. Brauchen wir uns gar keine Sorgen machen eigentlich. So viele Mutas hatte ich noch nie in meinem Leben. Ja, kein Stress. Eine volle Army fast. Den Rest werden wir aus Mutas haben.
Und ein zweites Schild. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Uralten nötig ist. Haben wir noch irgendwas Zerstörtes hier? Ja, haben wir hier. Die Urzark greifen Kilgore-Biomasse an. Kein Stress, oder? Wir werden jetzt unsere kleine Drohne hier etwas defenden. Für den Fall der Fälle, dass hier mal irgendwas hochkommen sollte, direkt mal vorsorgen wollen. Wie ich das schon wusste. Den kriegst du nicht. Die Drohne schafft das schon. Nichts steht dem Schwarm im Weg. Mhm. Da hast du recht, Kerrigan, muss ich ihr sagen. Da hat sie wirklich recht. Aber jetzt muss das passieren, was ich eigentlich hier vorhatte. So. Müsste jetzt eigentlich auch die Base saved sein. 6 hier. Keine Ahnung, kann ja passieren, dass es hier mal durchkommt. Wachsstreitkräfte vernichten Kilgore-Biomasse. Oh, das kriegst du nicht. Meine Mutter sind dafür viel zu schnell. Dafür viel zu mächtig. Zack. Machen wir es mal. Ja, das reicht. Mehr Vespingas. Ja, wir haben hier dicht gemacht. Ah, ist das Zucker, unsere Army hier. Schaut mal, wie viele Mutas. Jetzt. 2 Zweier fast, also... Pff. Ja, was soll denn da hier schon schief gehen? Ich meine, wir haben 56 Mutalisken, meine Freunde. 56 Mutalisken, hallo. Das ist jetzt... Es ist schon... Geil. So. Vernichten Kilgore-Biomasse. Wir sind hier fast fertig. Ein Ding noch, aber das Ding ist hier vorbei. Das... Ach. Ich muss aber jetzt erstmal noch 2 Dinger absorbieren. Kein Stress. Das ist es nicht, was wir suchen. Wir suchen jetzt Seen.
Das könnte etwas sein, was wir gebrauchen könnten. Hier ist es auch nicht. Irgendwo hier muss doch noch ein See sein. Zum Absorbieren von Kräften. Oh. Ja, ist schon... Während du gequatscht hast, war es tot. Kein Stress, alles tot hier. Was haben wir denn hier? Ach, kein Problem. Einfach alles wegbolzen. Ja, wir machen das gleich. Jetzt ist Priorität hierauf. Ja, passiert schon nichts. Ah! Nein, zwei Stück? Ich dachte... Weitere Quilgor-Biomasse wurde vernichtet. Kein Stress, alles sind under control. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Schwarm schläft nie. Es war natürlich etwas nicht so von Vorteil. Ja. Weiter vorrücken. Quilgor-Biomasse wird angegriffen. Meine Mutalisken fliegen direkt darüber. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die Urzerg greifen Quilgor-Biomasse an. Ja. So, was läuft hier noch rum? Das ist nicht so problematisch. Wer hat dich gefragt? Wir sind überall. Weiter vorrücken. Kein Stress. Kein Stress, Kerrigan. Zwei meiner Geysire sind schon leer. Ach so, hör mal. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, irgendwo hier müssen doch noch zwei Seen sein. Das kann ja wohl nicht angehen. Wir müssen die jetzt nichts erledigen, das mache ich alles, aber es pisst mich gerade an. Ah, haben wir einen neuen See, haben wir was. Der Schwarm schläft nie. Kerrigans Machtpunkte steigen, naja. So, jetzt müssen wir mal hier durch die Karte schauen. Da ist der dritte. Da ist der dritte und eine Drohne bräuchte ich. Eine Drohne. Ja. Meine Mutalisken sind hier.
greifen Kilgore-Biomasse an. Ich verstehe aber auch gerade nicht, mit was die Masse angreifen, weil das ist so alles tot bei denen. Und nee, das ist... Ja, das ist clever gewesen von denen diesmal, ohne Scheiß. Muss ich echt sagen. Wir müssen nämlich warten, bis die Kerrigan wieder lebt, die ja natürlich... Du brauchst nämlich diesen Strang. Kerrigan. Ja, jetzt komm lieber her und hör nicht. Oh, Kerrigan, auf geht's. Komm jetzt. Wer hat dich gefragt? Streitkräfte vernichten Kilgore-Biomasse. Diese Essenz ist so lebendig. Ja. Ich glaube, sie gefällt mir. Mama sei so. Na, komm. Kilgore-Biomasse wird angegriffen. Das untere bekommen die auch nicht mehr. Dafür waren meine Mutas zu fast. Too furious. Da haben wir noch ein paar Mutalisken übrig gelassen. Kein Stress, meine Freunde. Ja, haben wir ihn umzingelt. Ach, wunderschön, was wir hier machen. Lasst uns das hinter uns bringen. Ja, ja. Los jetzt. Oh ja. Yeah. Es endet jetzt. Ich werde dich höchstpersönlich töten. Verteidig den Schwarmcluster. Müssen wir das tatsächlich mit dieser Army? Ja. Gut. Und die Queen würde ich auch gerne behalten. Den Rest opfere ich jetzt erstmal. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Ja, ja. Wenn wir Hydralisken oder Königinnen erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Ja, ja. Mach keinen Stress, bitte. Los jetzt. Wir haben so viele Hydralisken. Mutalisken meine ich. Ja. Oh. Na, großer? Vermehrten uns. Wir bleiben rein.
Wenn du unsere Kraft suchst, musst du Urzerk werden. Du musst reingehen. Natürlich. Alle drei. Natürlich. Bis zum nächsten Mal.